Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Let's Play Super Mario Party. So, diesmal nehmen wir wieder hier normal. Allerdings haben wir diesmal halt nicht mal mehr hier unsere beiden Girls, sondern diesmal. Crunchy Boys. Ja, hier Sexy Boys, ne? Erinnern uns? Oh Gott, Alter. So, nee, wir tun die Partygruppen selbst zusammenstellen. Wir stellen jetzt mal zusammen und zwar wir. Nicht Bowser und Daisy, Alter. Wir nehmen hier. Und dann nehmen wir noch. Nimm Mario, Alter. Oh nein. Da war Luigi, ja. Komm, tu es. So, die nehmen wir aber hier. Achso, ja, hier normal. Gut, normal. Gut, du bist der fette Maulwurf. Das ist wie im Real-Life. Nein. So, dann müssen wir zusammenklatzen hier. Am Arsch. Fertig. Jetzt komm, mach! Am Arsch. Fertig. Und trotzdem ein bisschen in den Nebenmikrofon, damit man wenigstens eine kleine Song gerade bis hören. Ich finde die Maulwürfe sind schon immer so hässlich aus. Jetzt rutscht mal hier ein bisschen Reste in den Nähe vom Mikrofon. Nein, tue ich nicht. Doch, mach. Nein, tue ich nicht. Jetzt. Der rastet aus. Eskalation vermeiden. Junge Mario, wo läufst denn du hin, du kleines. Deeskalation. Vielleicht hältst du mal den Controller richtig. Ja. Partnerparty. So, wir hatten das letzte Mal ja schon die Partnerparty in der Stuntblock-Ruine gemacht und jetzt nehmen wir die Goldrausenmine. Yay. Let's go. Was mal. Wir hatten das letzte Mal sehr viel Glück gehabt. Der Kampf beginnt. Also wir hatten mehr Glück als Verstand gehabt das letzte Mal, wenn man mal ehrlich ist. Hey, was? Ja, die waren sehr, sehr behindert. Guck mal, da darf man abbauen. Ich will abbauen. Wir sind hier nicht in Minecraft. Minecraft! Jetzt rutscht du ein bisschen näher hier ran. Oh, Junge, du bist so ein... Hast ja. Du gerade versucht, diesen richtigen Tisch zu ziehen? Der Ton soll ja was. Du bist gerade so... Ich hab mich dran gesucht. So, also es geht zu meistern. Fließbänder können behindern. Also, sorry für den Sound, aber ich glaube, es hört bei uns hier auch besser. Ja, was ist los? Ja, du bist los. So, wir müssen... Du würfelst jetzt gut, okay? Ja, nein. Keine Regeln durchgehen. Ja, ja, gut. Oh, sorry. LOL. Wunderbar. Wunderbar. Der fette Maulwurf und der sympathische Klempner beginnen. Also ob du Mario spielst, warum tust du das? Das jetzt, Junge. Mario ist wohl das unsympathischste Stück Scheiße auf dieser Welt. Der Mario kann den Klempnern immer mit seinen Rohr wohin. Ah! Nicht Handy runterschmeißen. Ja, das hast du verdient. Nee, Mario ist echt so ein unfaires. Habt ihr das gerade gesehen? Der Typ, Mario, der war ein richtiger Ehrenmann. Lass einklatschen, Junge. Du bist so ein dummes Kind. Wie ist der Dude? Max. Sternchen GC. Der hat Sternchen GC dran. Übelster Ehrenmann. Also, eigentlich, wenn ich was sage, ist Sternchen GC ist meine Abkürzung. Von unserem Clan. Clan, ja. Eigentlich kannst du es auch auf deiner Xbox nennen. Irgendwie kann das ein Power LP Sternchen. Jetzt hier. Oh, der hat einen guten Würfel. Ja, B. I like it. Ich mag den. Aber Mario. Eigentlich sind das. Du tauscht halt die Chance auf einen mittleren Dreier gegen die Chance, eine 4 zu kriegen. Wer will nicht mal mittleren Dreier haben? Oh, Junge. So, Würfel. Guck mal, mein Würfel ist viel besser als deiner. Ich krieg 2 Münzen mehr anstatt eine 1. Und ich krieg eine 6 halt einfach. Kacke. So, wo muss man B, ach. Stopp damit, bevor wir hier einen Kack machen. Wo muss man hin? Wo ist denn überhaupt der? Also ich will den Goldschatz. Da oben ist Toadette, oben links beim König Bonbon. Alter, ja gut, da geh ich jetzt mal hin, peil es an. Und du peilst die Spitzhacke an. Wie komm ich da hoch? Ich gehe. Gott, ich muss hier rüber, oder? Oi. Hä, das ist alles Spitzhacke. Wo? Entweder dort links oder dort oben rechts. Ja, ich muss auf jeden Fall.
Also ich will auf jeden Fall eine Spitzhacke für hier. Da kriege ich auf jeden Fall echt viel Gold. Aber wir können, ich könnte es so machen, ich gehe einfach hier oben an eine... Oh Gott, 32 Felder irgendwie. Guck. 35. Ich gehe hier oben an König Bom Bom vorbei. Du gehst hier rüber und holst dir Toadette. Ich habe die Toadette. Währenddessen gehe ich auch hier rüber. Verdammt, ich gehe einfach links rum, hol mir da die Münzen. Das ist ja alles gut, machen es einfach. Und dann gehe ich hier runter und hol mir die Spitzhacke. Gut. Hacke. Du musst zurückdrücken. Hacke. Du musst zurückdrücken. Hacke. Jetzt hasst er mich. Ich hab dich doch auch gehasst. Aber Mario. Gut. Puh. So, erstmal 6 Münzen abgestaubt. Oh mein Gott. Was? Oh nein. Jetzt wird es um 5 runtergesetzt. Oh mein Gott, das war doch scheiße. Was hast du getan? Ich dachte, ich konnte 5 Felder laufen. Ich werde es jetzt töten, Alter. Ich werde uns jetzt töten. Den muss ich nicht mehr machen. Shit. So eine Verarsche hier. Also müssen die es machen und die werden uns definitiv in die Luft jagen. Also der Waluigi ist ja dumm, wie es heißt. So wie meine diesjährige Französischlehrerin. Kurse gehen raus. So. Eine 6. Joa, was fällt dir ein, wenn du dieses Wort hörst? Was? Alter, was tun die? Was? Junge, die sind doch dumm wie Brot. Aber Mario! Was? Oh Gott! Wir nehmen nämlich starke Gegner. Die zeigen wenigstens Hirn. Bitte. Bitte. Unser Freund Philipp verkackt sogar gegen die nicht starken Gegner. So, oh Gott, nein. In sowas bin ich halt richtig scheiße hier. Das ist mathematisches Denken. Ja, gut, die fangen direkt an. Guck, die sind sogar beschissener als wir. Die fangen direkt an. Die sind kacke. Ja, natürlich sind die beschissen, das ist ja nichts Neues. Buja. So. Start. David, du hältst jetzt mal deins still. Zeig nach unten. Sag mal, suchst du einfach. Zeig es nach unten. Achso, das ist mit mir. Gott, Alter. Das waren die schneller als wir. Ich zeig nach unten. Ja, okay. Ja, die basteln hier noch rum. Ja, dann mach halt. Ich will halt meinen Vorsprung nicht wieder verlieren. So, du musst einfügen einfach. Ein bisschen mehr nach. Ja, komm. Moment mal. So. Bist du blöd? So. Ja, man muss ja hier irgendwie hier so und Bums und alles. Nicht einfach, Leute. Fertig? Yeah. Monty, der Maulwurf. So sieht's aus. Wenn sehe ich Maultaschen. Sind echt lecker. Ja moin, was auch sonst. Ja moin. Moinsen. Jag uns nicht hoch, bitte, wir müssen hier runter. Nimm den mit. Ah, ja, du hast dich nicht. So, wir sind zuerst dran. Gut, ich kralle mit mir Stern und der Yoshi. Es wird die Partnerparty fast witziger als die Einzelparty. Und ich kralle mir Intelligenz. Nein. Juhu, boi. Aber wir haben Geld bekommen. Schäm dich. Was ist das Glücksfeld? Moment. Meine mathematische Berechnung sagen, dass wir verkackt. Nee, lol. Oh, du krasser Mann. Ich schaff nicht ganz genau dahin. Du krasser Mann. Legendär. Ich geh dahin. Mach. Yay! Yoshi! Dafür bekommen wir so sehr einen Partnerbonus. Weil Mario plus Yoshi gehören zusammen. Wir gönnen uns den Partnerbonus. Du hast ein Sternfeld erreicht. Nimm dir einen Stern. So looked it out. Er ist reich geworden. Auch jetzt werden wir alle in die Luft gejagt, vermutlich. Oh, wir haben einen Stern. Yeah! Mal gucken, was auf dem Glücksfeld passiert, auf dem ich gelandet bin. Einklatschen. Mach es doch. Mal gucken, was auf dem Glücksfeld passiert, auf was ich drauf treten werde. Das ist mir lustig.
Lustig. So lustig. Marios Team ist in Führung gegangen. Warum ist nicht Montys Team? Weil Mario immer der Anführer ist, das weißt du. So, was passiert auf meinem Glücksfeld? Nein. Ernsthaft, Spiel. Die sammeln die anderen als ein. Nein, oh, ein Blitzmerker. Die versammeln vermutlich so zwei Münzen. Oh, ein. Aber der ist in deiner Nähe gespawnt. Das heißt, du kannst sie direkt den nächsten Stern grabben. Alter, die hat direkt neben dir gespawnt, ey. Und ich wette, die sind so dumm und die laufen jetzt nach links. Ich wette, es ist so hart, dass die jetzt nach links laufen werden. Ich wette überhaupt, dass sie nicht genug intelligent haben. Weißt du, wie die beim ersten Mal so. Oh aus shit, die kommen da nicht mal ran, Junge. Also selbst wenn sie Intelligenz zeigen würden. Oh doch, oh shit. Der Wado IC holt das feinen Stern. Nee, die haben nicht genügend Münzen dafür, oder doch? Die haben mir eine Münze geklaut. Ja, davor haben sie. Sie würden uns alle töten, oder? Die haben nicht genügend Münzen, ne? Wir müssen hier runter, bevor sie uns alle töten. Die klauen uns zwei Münzen. Dafür werden sie bezahlen. Die krallen jetzt ein Stern, ne? Ja. Ich hab die Idee, David. Du gehst jetzt links runter, ich gehe rechts runter. Dann hol ich dir die Spitzhacke, mit der du dann den Goldschatz plünderst, okay? Wo ein Stern drin ist. Vielleicht. Da ist einer drin. Mehr, alles andere macht keinen Sinn, in eine Schatztruhe da rein zu verpacken. Aber die Idee ist gut. Und die sind sowieso pleite. Fürs Erste, wenn wir sie jetzt nicht gegen sie verlieren. Guter Witz. Ja, nee, gegen die verlieren, wenn die so viel Ärger haben, wie jetzt. Wohin geht sie? Okay, dann sammle ich die jetzt ein. Yay. Yeah. Sammelt fleißig Münzen. Bitte irgendwas Geiles. Schlauschütteln. Ja, du musst immer so deinen Kopf schütteln, mich da. Ach so, das. Komm, fahr mal direkt an. Also, umso mehr es vibriert, ne? Ja. Dann hast du noch Erfahrung mit Fetten des Volks da. Alter. Ja, du isst doch auch immer gern viel. Und du willst jetzt die Eiseln, wo mehr drin ist. Jetzt habe ich das Glas auf dem Tisch. Nenn's jetzt. Oh, so, das hat gut. Ja, hier ist auch viel drin. Am besten waren die CPUs, wo einfach keine Eisel drin war. Keine. Ist alles. Oh. Hier ist viel drin. Hier ist auch noch viel drin. Überhaupt ist mal. Gut, das war's. Was soll ich Glück haben? Ja, uns sollte es gut gehen. Wie wär's, wenn wir es von online einfach nehmen? Verdammt. Ja, ist eine gute Ausbeute. Pff. Oh mein Gott. Aber gegen was kämpfen wir? Bei denen ist einfach nur eine drin. Siehst du? Ja, dreimal ist nur eine drin. Fünf ist das höchste. Haben sie einmal geschafft. Wir haben es 1, 2, 3, 4 mal. Dreimal geschafft. 3, 4 mal. So, damit ich gehe rechts runter, du gehst links runter. Wieso? Wir kommen so in den Kommentaren, da mal ein Video. Was? Ja. Da wird es richtig drauf. Ja, was ist jetzt passiert? Ja, Kerme kommt und tut die Pestfelder da. Ja, unsichtbare Pechfelder, immer geil. Immer drauf, gleich eins aufs Maul. So lookt it gut. So, wir können jetzt auch, du kannst jetzt auch. Anderen Würfel verwenden. Ja, stimmt, ich nehme jetzt mal Yoshi-Würfel. Der ist echt gut. Holy shit. Außer wir werfen 0. Mal gucken, was ich kriege. Ich werde so hart, ich werfe eine 0 und du. Ja, du bekommst Geld jetzt, ne? Oh Gott, was haben wir getan? Oh, Alter, du hast die letzte. Ja, dann kannst du wenigstens darf ich beim Felder gehen. Du darfst nichts. Weil Yoshi ist ja nur mein Charakter. Sammel die Münzen ein. Das kann nur eine Münze sein. Aber Mario. So, ihr seht es. Wir sind so krass. Oh, du darfst bis dann nochmal auf dem Glücksfeld.
Das hat der Kindblitz. Yeah, mehrere Turbo-Pilze. Die können wir echt gut gebrauchen. Ja. Dann müssen wir weitermachen schon. Das, da benutzen wir beide jeweils einen und boosten uns hier richtig weg. Oh, mal schauen, was Team Wario Pizza. Nee, Nee, man kann immer nur ein Pizio. Item benutzen. Pichi, oh Gott. Fast so, sie können wenigstens würfeln. Fast so gut wie meine Mischung aus Nebel und die laufen freiwillig in eine Bombe. Ja. Dummheit. Tut weh. Ja, irgendwie sind sie nicht ganz hellig, aber... Oh, Glücksfeld. Ich glaube, das ist nicht so gut. Neben der Bombe da. Oh doch, selbst da. Ja. Was? Bullshit. Die dumme KI hat nur Glück, Alter. Das letzte Mal hatten die halt riesiges Pest. Nein, die haben gerade einfach viel zu viel Glück. Die sind einfach wirklich... Oh, David. Bereit? Are you ready for this shit? Aber David? Ja. David, es gibt auch eine Zeit. Wir müssen trotzdem alles rauskriegen. Alles rein. Nein, du gerade nicht. Du wieder. Nein, so rum. Du musst immer so. Mäuser. Ja, ich will unseren Turm höher sehen als ihren, ne? Wird er. Ganz bestimmt nicht. Ist das dein fucking Ernst? Ja, ich glaube, der andere Turm ist ein bisschen höher. Oh Gott. Wir wollen den doch auch mal was gönnen hier. Wir wollen dir nichts gönnen, du bist gerade einfach kacke. Deine Mutter war kacke. Ja, das hab's erst hier dran gedreht. Du hast so gemacht, man muss so machen. Ich hab's so gemacht. Nein, du hast so gemacht. Ich hab's so gemacht, irgendwas hier. Oh Gott, Alter, verschon mich. Schau mal, schau. So ist das hier. So spielen wir hier. David, du bist kacke. Ja, das habe ich ihm gesagt. Kleist wird seinen Stuhl zusammenpressen. Nein, so, wir gehen heute aber nochmal. Heute gehen wir nochmal auf die Vollen. Und ich mach nochmal das Risiko. Ich geh nochmal hier. Erstmal Item. Gehst du auch nochmal auf Risiko? Norm. Nicht ganz. Okay, das ist klug. So, würfeln. Ich werde nicht schon wieder einfach nur zahlen. Nö. Oh Gott. Da nutzt halt auch kein Turbopilz, was? Doch. Ja, okay, jetzt wird es. Soll ich links gehen? Wir können nicht links. Wir müssen beide links. Wir müssen. Einer muss sich rumtragen lassen, der andere muss aussteigen. Kannst nicht rechts. Nee, doch, es ist ein Laufband. Du gehst hinter aufs eigenes Feld, okay? Ich kann nur so weit. Nee. Aber das nächste Mal dann. Einfach um die Ecke. Ja. Ja. Gut. Soos Party! So sa sees. Hoffentlich jagt der Bomb um sie jetzt in die Luft, Alter. Nee, die Korb ist jetzt wieder ein Stern, ne? Die machen das. Ja, die holen sich natürlich jetzt ins Stern. Joa. Bomb ist dabei. Trotzdem holen sie ins Stern. Und so aus weit, ne? Wenn beide aufs selbe Feld kommen. Dann bringt das denen nichts, weil die wegfliegt. Nein. Die bleibt hier. Doch. Ich meine, die haben nicht genügend Münzen, aber sonst wird sie es. Ist ja das Lustige gar nicht im Partnerspiel, wenn beide aufs selbe Feld kommen im selben Zug. Und das geht. Das deutsche Reich. Ja, da müssen wir noch einiges hier aufholen. Ja, aber wir werden uns einfach nicht mehr so dumm anstellen. Oder das Buhu. Ich meine, sie haben sich nicht Buhu geholt. Was habe ich gesagt? Hätten jetzt genügend Münzen, hätten die sich in zweiten Stellen geholt. Aber dafür reichen leider Gottes die Münzen nicht. Oh, wie traurig. Da werde ich gleich mal trauern. Hol dir gleich unbedingt Buhu, ne? Als ob sie drei dabei haben.
Eben sind irgendwie zwei Bonbons dabei. Opfer, Kinder. Dieses. Du gehst jetzt. Links runter. Ich geh links runter. Ich geh rechts runter. Dann hol die. Ja, das machst du erstmal Kontrolle. Hol die Spitzhacke. Und den Buhu. Ja, und den. Und den kleinen Mongo. Das hört so mal nach dem Plan aus. So ein kritischer Situation. Und jetzt wird es Mathe, was ist das? Ah, oh, das ist schon wieder. Das war gut, dass ich mir wie es geht. Komm, fang mal an. Seid zum Beschuss! Sorry. Sag mal nichts dazu, ne? Ihr müsst ein wirklich hohes Treffen, ne? Als ob! Nicht 6, sondern 1 erstmal. Oh, ich verkack grad so hart für unser Team. Wir müssen jetzt einiges aufholen. Oh mein Gott. Ich stimme hier so scheiße an. Das Spiel hasst mich gerade einfach. Es hasst mich einfach. Mich mag das und das ist unser Glück. Alles klar. Aber es hasst mich. Guck ja, dir das haben wir was die haben. Ja, weil ich weiß. Guck dir das an. Ich krieg dauernd nur eins, weil ich so gierig bin auf 6, Alter. Dann geh nicht auf 6 aus. Ah, fuck. Nein. Oh Gott. Ja, ja. Was ist das? Was ist das? Ein behinderter Sauce. Ich geh mich da graben, ne? Rasur. Easy. Is da. Ja, ey. Ja, Pess, ne? Ja, Pess. Das ist doch Betrug hier. Das ist Betrug. Einzigster Betrug. Letzte Runde. Richtiger Ausraster, Alter. Komm. Oh mein Gott. Digga, wie kannst du... Wir gewinnen. Nein, wir gewinnen halt nicht. Doch, tun wir. Nein. Doch, tu mir sogar. Eins geht noch. Wir stehen noch ab. Wie zum Fuck haben wir das gewonnen, Alter? Easy. Ja, Mann. Was zum Fuck? Der war ein Pässe beim letzten Mal da geliefert. Easy. Alles geplant. Alter, was für Lack hatten wir gerade. Aber nur gegen Ende, Junge. Ich hab die ganze Zeit nur Einser gewürfelt. So wird's gemacht. So. Ja. Das war's mit dem Part, liebe Mädels. Was? Im nächsten Part sehen wir weiter wie der fette Maulwurf. es hinbekommt. Jetzt hör auf hier, sagt man übelst. Junge, siehst du dieses rote? Ja, ich mobbe. Das. Ich mobbe dein Mikrofon. Also, das war's mit dem Part. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Und so! Man muss das immer so sagen.